Moin Moin Leute, willkommen zurück hier auf dem Seekhaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir sind jetzt hier doch nochmal im Übungsraum auf dem Test-Server. Wir haben es während des Livestreams nachher nicht hinbekommen, jetzt haben wir aber einen Weg gefunden. Und wir wollen euch jetzt hier nochmal zeigen, wie das mit der Flugabwehr funktioniert, Midway gegen Wooster. Ausgerichtet komplett auf Flugabwehr, so wie es jetzt auf dem Server eben möglich ist. Und zwar wird es jetzt erstmal so laufen. Mein Co-Pilot hier, der Dragon, mich anfliegen wird von links respektive von rechts und ich dann die jeweiligen Sektoren verstärke mit der Flugabwehr und einfach, wir wollen einfach mal gucken, wie läuft das, wie sieht das aus, ja, was passiert überhaupt, wie viele Flieger holen wir mit einem Anflug runter, wenn wir den Sektor nicht verstärken und wenn wir dann links respektive rechts verstärken. Ja, ey, wir werden es auch einmal so machen, was passiert eigentlich, wenn man einen Sektor anfliegt, der nicht verstärkt ist? Wie viele Flieger bleiben übrig? So eine Sachen wollen wir jetzt in den nächsten, ich hoffe 15 bis 20 Minuten sollten reichen, um das kurz darzustellen. Wir sind jetzt hier auf dem Testserver Runde 2, also da, wo die Flak ein bisschen verstärkt wurde, im Verhältnis zu Runde 1. Oh, ich stehe wieder ganz kurz vor den Inseln, Dragon, du kannst bei dir schon mal direkt loslegen mit den Torpedobombern. Und wir haben jetzt hier nämlich auch noch die Möglichkeit, defensive Flakfeuer nachher einzusetzen, was dann nachher alles nochmal deutlich erhöht. Ich werde mich nicht bewegen, mein Schiff bleibt einfach stehen. Und du kommst über 10, ne? Ich komme anfangs über 10. Das ist ja schon mal vielversprechend. Ich kann ja schon mal schießen, dann siehst du mich vielleicht ein bisschen eher. Als du geschossen hast, ich sehe dich gerade nicht. Also beziehungsweise du wirst mich angezeigt. Vielleicht siehst du ja Mumpeln in der Luft. Ja, die sehe ich. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Dann weißt du, wo ich bin. Ja. So, ich werde erstmal keinen Sektor verstärken. Das heißt, jetzt sind beide Sektoren 100% Flugabwehr. Ohne defensives Flakfeuer. Den nächsten Anflug, den wir dann machen, ist mit defensivem Flakfeuer befolgt. Die Sektoren kannst du nämlich aktuell noch nicht zurückstellen. Hast du erst einen Sektor ausgewählt, bleibt der auf, verstärkt, bis du den anderen auswählst. Du kannst nicht wieder so einstellen, dass beide Sektoren 100% haben. So, deine Flieger sind doch schnell, oder nicht? Ja. Die sind doch Ultraschall, oder? Du musst halt nur in Position bringen, vernünftig. Ja. So. Flieger, komm. Alles klar. Auf geht's. Kannst direkt loslegen. Halt. Jo, Flak geht los. Gucken wir mal, da kommen die ersten Damage-Punkte. 364, nochmal 364. Ja, ich werde die gerade schön zerlegt. Merke ich gerade. Aber du hast keine Torpedos abgeworfen, ne? Doch. So, jetzt haben wir die ersten zwei Flieger runtergeholt, ohne irgendeine Verstärkung von irgendwas. Uiuiuiui. Ja, man, Flieger ordentlich auseinander. Man merkt richtig, wie die Langstreckenflak arbeitet. Ja. Umso weiter du dich entfernst, desto heftiger wird's. Gut, ich würde dich jetzt bitten, den gleichen Anflug nochmal zu machen und diesmal machen wir defensives Flakfeuer mit an. Gut, das heißt wieder über C. Ja, wieder über C. Und du, ist ja eigentlich egal, ob du Torpedo-Bomber benutzt oder nicht. Du fliegst ja den gleichen. Ich bin ganz verwundert. Du hast gerade eine komplette Flotte auseinandergenommen. Ja, deswegen. Die Wooster ist hier der komplette Anti-Air. Ich meine, du hättest Torpedos ins Wasser gesteckt. Ja, also Torpedos werden auf mich gelaufen, aber danach fliegen die Flieger runter wie nix. Ja. Danach ist vorbei. So. Sag mal Bescheid, wo du steckst, da kommst du. Und ein zweiter Anflug. Ja, aber du hast jetzt keine volle Staffel. Du hast nur 6 Flieger. Darum hättest du auch Raketenstaffeln nehmen können. Jetzt habe ich die defensive Flakfeuergeschichte mit an. Alter, Kackendreck. Ich zieh dir alles ab. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Flugzeug. Jetzt ist auch der weg. So. Da kommt jetzt die nächste Staffel. Gut, dann kommen wir wieder von C. Oh, da kommen Torpedos. Die jetzt scharf werden. Gucken wir mal, wie viel Schaden.
5.400. Überschaubar. 12.000. Gut. Ich werde jetzt den Sektor von in Fahrtrichtung links verstärken. Mhm. Also wenn du von C kommst, fliegst du genau in den verstärksten Sektor rein. Okay. Ohne defensive Flakfeuer. Boah, geht das hier ab. So, jetzt gucken wir mal. Auf der anderen Seite wirst du nicht mehr so hart getroffen. Du kannst mich jetzt direkt von der anderen Seite wieder anfliegen. Komm bitte von rechts, genau. Weil ich nämlich, du fliegst mich jetzt von der schwächeren Seite an. So, jetzt bist du wieder auf der stärkeren Seite. So, dann kommt gut. Die nächste Staffel. Mach mal. Wieder über C anfangen? Ja, wieder über C anfangen, bitte. Und jetzt werden wir Folgendes probieren. Du fliegst über C an, das ist der nicht verstärkte Luftabwehrsektor. Mhm. Und ich werde das defensive Flakfeuer reinschmeißen. Okay. Einfach um zu gucken, wie stark ist die Flugabwehr dann noch, um was kannst du mit dem defensiven Flakfeuer denn dann ausgleichen, ja? Okay. Also du konntest mich jetzt wirklich die ganze Zeit noch angreifen. Ne? Obwohl ich die ganze Zeit schon defensiven Flakfeuer auf dich... Also, Beschuss auf dir hatte und der Sektor auch verstärkt war. So, Flugzeuge kommen. Und jetzt bist du im Range und jetzt geht der Flakfeuer los. Das ist jetzt der Sektor, der nicht verstärkt ist. Ja, du nimmst gerade meine Flotte gut auseinander. Jetzt geht's von der anderen Seite weiter. Ja, das ist jetzt der verstärkte Sektor. Aber defensive Flakfeuer ist nur noch 10 Sekunden aktiv. Nichtsdestotrotz, der ist deutlich zu sehen. Du hast natürlich vorher schon Schaden genommen, aber du konntest gar keinen Angriff mehr starten. So, dann geht's mit den Kollegen weiter. Also wenn du weiter so machst, dann habe ich bald keine Flieger mehr. Du kannst nicht out of Flieger gehen mit dem neuen Modell. Out of Planes sind nicht mehr möglich. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht zu schnell die Flieger hintereinander schrottest. Dann hast du nämlich die Situation, dass du nicht mehr die Staffeln voll kriegst. Das ist das Einzige, was in Zukunft eine Rolle spielt. So. Ich bin jetzt mit 4 Torpedos unterwegs. Ah, warte mal. Ich habe gerade rausgefunden, wie man von 150 auf 100% zurückstellt. Okay. Jetzt habe ich 150 bei A, bei C. Ja, darüber komme ich angeflogen. Und wenn ich dann nochmal auf das 150er-Feld klicke, dann geht's auf 100. Okay. So. Ich komme jetzt über C angeflogen mit 4 Torpedos. Gut. Ja. Ich dodge jetzt deine Torpedos, weil sonst bin ich versenkt. Ja, verständlich. Und mein Flugzeug ist weg. So. Die kommt zurück. Wen nehme ich jetzt nächstes Mal? Nehme ich mal die Kollegen. Gut, von Dodgen konnte man jetzt nicht reden. Ein Torpedo habe ich mitgenommen. Aber man kann gut sehen,
wie das funktioniert. Das Umstellen, es macht wirklich ein bisschen mehr Schaden. Das ist, ist auch gut zu erkennen. Und wenn du jetzt noch einmal von C an anfliegst, dann probieren wir ein letztes Mal 150% und defensive Flakfeuer konzentriert auf deine Flieger. Nimm mal eine volle Staffel bitte. Bin also, ich schon unterwegs. Und dann haben wir's. Also, wenn man das defensive Flakfeuer verstellen möchte, also Sektoren verstärken möchte, dann klickt man auf die linke oder rechte Seite. Und wenn man das dann wieder zurück auf 100% stellen möchte, klickt man auf die 150% Seite einfach nochmal rauf. Ja, du machst gut, aber. Ah, verdammt, diesmal bringt es nichts. Dann kannst du lieber fliegen. Hab so früh eingelegt. Ja, aber es, ich merke auch selbst Unterschied. Du zerlegst meine Flieger wie weiß ich was. Du hast gerade eine komplette Staffel ausgerottet. Ja gut, du bist zweimal rübergeflogen, ne? Aber gut, so ist es. Das ist jetzt ein einzelnes Schiff, einzelne Booster. Ich habe die Flugabwehrwerte nicht mal groß steigern können mit den Modulen, ne? Also von daher ist da sicherlich noch einiges an Funktionen drin. Wargaming testet sicherlich gerade einiges. Wir hoffen zumindest, dass ihr so euch nochmal ein bisschen was mitnehmen konntet. Zum Beispiel gerade dieses Verstellen von dem Sektorverstärkung oder eben nicht. Ne? Nochmal auf 150% draufdrücken. Ich zeige es jetzt extra nochmal, weil ich selber das auch noch nur durch Zufall jetzt gerade rausgefunden habe. Ganz offen gesprochen. Dann hat man wieder 100. Will man dann wieder verstärken, klickt man auf die 100% wieder rauf und dann wird der Sektor um 50% verstärkt, während der andere Sektor gegenüberliegend um 50% geschwächt wird. Und wenn man dann wieder zurück will, also nicht auf 100, sondern auf die andere Seite, klickt man gleich direkt auf die andere Seite wieder rauf, um da 150 zu haben. Möchte man dann wieder 100 haben, klickt man auf die 150 und dann geht es wieder auf 100 zurück. Das ist ja relativ schnell gemacht mit den 7,5 Sekunden. So, wir haben jetzt verschiedene Szenarien dargestellt mit Anfliegen, mit defensivem Flakfeuer, ohne defensivem Flakfeuer, mit Sektorverstärkung, ohne Sektorverstärkung. Also eine ganze Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier nochmal ein bisschen zuzuschauen und bringt euch vielleicht noch ein bisschen eine Idee für das nächste Gameplay. Wie gesagt, PTS, zweite Runde ist das. Ob das in der dritten Runde nachher noch genauso ist, wollen wir dann mal abwarten, ob da nicht das nochmal neu gebalanced wird. Ich danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.